Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge von Let's Play City Skylines. Ja, heute wollte ich oder habe ich mir mal vorgenommen, ein bisschen mehr Einwohner zu schaffen, um genau zu sein, 5000 mehr Bevölkerung, 5000 Leute sollen hier hinziehen in dieser Folge, denn ich möchte endlich diesen Meilenstein erreichen, Megalopolis. Und ja, dafür brauchen wir mehr Einwohner und ja, mal schauen, wie wir das hinbekommen, weil im Moment haben wir echt immer nur Minus und wir kommen eigentlich nicht von diesen 70.000, kommen wir nicht wirklich weg und das ist so ein bisschen doof und deswegen werde ich doch meinen ersten Schritt erstmal hier machen. Ich werde eine neue Industrie oder ich werde mehr Industrie bauen, um für mehr Jobs zu sorgen, damit Leute mehr, also mehr Leute hier hinziehen. Jetzt wollte ich mal eben schauen, denn hier ist auch Öl, okay. Ich habe gehofft, dass das irgendwas anderes ist, aber das ist da ja alles Öl. Ich könnte natürlich hier noch die Landwirtschaft ein bisschen ausbauen, wobei ich mir dann, oder da befürchte ich dann, dass, das alles ein bisschen dann überquillt hier. Das ist ja jetzt schon nicht mehr so schön alles. Ja, kann ich auch machen. Kann ich auch machen, alles klar. Oh, da brennt's, da brennt's. Oh, Feuerwehr ist schon da. Ist die Grundschule. Oh, shit. Naja, okay, also, ich wollte erstmal mehr Industrie bauen, damit ich wirklich mehr Jobs habe für meine Leute, die hier hinziehen wollen. Und dann, arbeitslose Bürger, 2%. 2% arbeitslose Bürger, das ist doch mal Hammer, diese Rate. 2% arbeitslose Bürger, das ist ordentlich. Das ist auf jeden Fall ordentlich. Da kann mir kein anderer was erzählen. Das ist auf jeden Fall ordentlich. Die Leute hier steigen alle schön auf. Ich könnte natürlich auch einfach Donutown ausbauen, aber erstmal wollte ich hier mehr Industrie. Wie schaffe ich das? Ich werde wahrscheinlich nochmal hier ein bisschen ausbauen. So. Ich denke, das ist auch ganz okay. Das kann man mal machen. Das kann man ja mal machen. So. Und, ja. Dann kommen hier überall Büros hin. Und ich könnte auch noch hier hochbauen. Ja, kann hier auch noch mal ein bisschen mehr Büro hin. So. Zack, so möchte ich das haben. Ich möchte alles voll haben. Bis ich keinen Platz mehr habe. Und so soll es auch wirklich sein. So, baue ich hier nochmal schön über alles voll. So. Es muss ja alles ausgefüllt sein hier. Sonst macht das ja alles irgendwie keinen Sinn. Okay, zack. Und dann kommen hier auch Büros hin. Ganz einfach. Hier hin ploppen. Okay, und das war's auch schon. Jetzt kann ich nur noch warten, dass hier mehr Leute hinziehen wollen. Die Zahl steigt ja schon. Ja, hier, jetzt haben wir Arbeitslosenbürger. Die steigt natürlich jetzt auch. Ist klar. Aber es funktioniert. Erstmal. Gerade. Ja. 1% Arbeitslose. Das ist echt ordentlich hier, was hier gerade passiert. Und die Rate der wohnenden Leute hier, die steigt auch. Das ist auch sehr schön.
Wir können vielleicht auch noch ein paar schöne Läden hier hin machen. Das wird natürlich auch mal ganz gut sein. So. Und dann mache ich hier auch noch mal ein paar große Läden hin. Die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Ne? Und dann passt das auch schon. Dann ziehen die ja alle hin und dann ist alles schön und gut. Und dann haben die Spaß und dann finde ich auch das schön. Und dann, ja. Schauen wir mal mit den Parks. Sind die alle hier so versorgt? Hier könnte noch ein kleiner Park hin, oder? Guck ich mal. Passt hier überhaupt noch ein Park hin? Ja. Ist schön. So, hier könnte noch ein Parkplatz hin, da sind die auch ein bisschen glücklicher. So. Nee, scheiße, das war natürlich der falsche. Das ist der. So, genau. Und hier können natürlich auch ein paar hin. So, hier vielleicht einer. Zack, und dann werden die auch schon alle glücklich. So möchte ich das auch sehen. Und hier kann ich das am besten hier halb unter der Brücke bauen. So, und dann sind die alle glücklich. Und das gefällt mir doch. So, und was ist jetzt hier mit denen los? Die wollen hier alle irgendwie rüber. Warum wollen die alle hier rüberfahren? Das macht ja keinen Sinn. Fahrt doch lieber auf der rechten Seite. Da ist nämlich die Rechtsabbiegerspur. Das verstehe ich auch nicht. Also manchmal verstehe ich die KI echt nicht. Das ist manchmal sehr, sehr, sehr komisch, was die so machen. Aber ich denke, ich muss das hier wieder wegmachen. Weil irgendwie kann das daran liegen. Denke ich jetzt mal, dass es daran liegt. Das will ich ja verhindern, dass das so ist. Und deswegen muss ich das beheben. So, und die. Und diese Straße, die muss ich auch einmal ändern. Nämlich in eine einspurige. In eine Abfahrt. Das macht zwar keinen Sinn, dass ich eine Abfahrt dahin mache. Aber das muss leider sein. So. Und dann haben die, sind die nämlich alle auf einer Spur nur noch und dann läuft das. Huch, die kommen auf dem aus dem Boden raus. Okay. Dann habe ich nämlich nicht das Problem, dass die alle hier so ein bisschen so. Siehst du, das läuft nämlich schon viel flüssiger. Weil die Leute, die wollten hier gerade von der rechten Spur in die linke Abbiegerspur. Und das ist ja total dumm, weil, naja. Warum sollten die? Und deswegen muss ich das jetzt so regeln und so ist das doch schon okay. Jetzt staut sich das zwar alles so ein bisschen mehr hier, aber hey. Damit muss man leben können. Ich könnte, vielleicht fahren hier sehr viele LKWs in die Richtung ab. Das könnte ich nämlich vielleicht auch noch machen, dass ich hier einfach sage, die Leute, die können hier abfahren. In die Richtung. Ich weiß zwar natürlich nicht, ob die das annehmen, die LKW-Fahrer. Aber das wäre natürlich eine ganz gute Idee, um die einfach schon mal hier wegzubekommen. Ja. Dann könnt ihr nämlich auch bis von da einfach schon nochmal direkt hier die diese Straße hier machen. Bis hier. So. Genau. Dass die Leute dann, ja, das ist doch schön. So eine Aufteilung möchte ich haben, genau so eine Aufteilung.
Und dann fahren die nämlich alle schon hier ab und das ist doch okay. Jetzt muss ich die Straße nur noch hier ein bisschen runder machen, damit die nicht abbremsen, bevor die auf der Autobahn fahren. Das ist natürlich doof. Und das versuche ich jetzt mal eben zu machen. So, sehr schön. Und die dürfen natürlich auch in diese Richtung abfahren. Die dann in die andere Richtung fährt. So. Sehr schön. So wollte ich das doch haben. Jetzt fließt der Verkehr nämlich auch besser. Um einiges fließt der Verkehr jetzt besser. Jetzt ist zwar wieder hier die Autobahn hier so ein bisschen mehr belastet als die anderen, aber das ist ja auch okay. Erstmal. Und hier könnte ich nur für dieses Industriegebiet könnte ich hier eine Zuganbindung machen. Das würde sogar, glaube ich, ganz gut sein, wenn ich das machen würde. Das versuche ich jetzt auch mal eben. Ich komme, glaube ich, aber gerade ein bisschen von dem Thema ab, was ich eigentlich in dieser Folge machen wollte. Nämlich mehr Einwohner, aber ich schaffe ja neue Industrie und Verkehr ist natürlich auch ganz gut. Da muss man leider sowas machen. Gebäude muss neben Straße platziert werden. Okay, das muss ich natürlich machen. Okay, dann lasse ich die doch mal hier noch abfahren. Und zwar mit einer Abfahrt natürlich auch. Okay. So. Und dann nehme ich hier die Straße. So. Und dann ja, mache ich hier erstmal den Bahnhof ran. So, am besten hier, so weit weg wie möglich. Und hier kommt dann erstmal wieder eine Abfahrt ab, die dann beziehungsweise kommt hier direkt weg, so. Die dann sofort hier in ein Ende endet. Auf der Autobahn. Genau so. Dann brauchen die natürlich noch Strom, ist klar. Bekommen sie von hier. So. Und Wasser bekommen sie auch. Schön. Zack. Haben sie alles. Und jetzt hoffe ich, dass diese Strecke jetzt nicht für die LKWs benutzen, die einfach nur hier... Ach, das kann ich ja mal eben gucken, ob das für die zu lang ist oder nicht. Oder was die hier benutzen. Okay, ein paar benutzen es trotzdem. Das ist natürlich doof, das möchte ich nicht. Das möchte ich natürlich nicht. Deswegen muss ich das eigentlich so lang gestalten, wie es nur geht. Von der Straßenlänge her, damit die nicht einfach hier reinfahren. So, in die Richtung. Und natürlich auch in die Richtung. So, schön. So, und natürlich, dann mache ich auch noch hier. Zack. Und jetzt sollte das eigentlich funktionieren. Weil die fahren jetzt hier rein. Oder auch nicht. Da muss ich gleich doch noch mal drauf achten, dass die hier nicht... Aber die fahren hier schon immer alle ab. Das ist doch schön.
Da, der Grüne ist durchgefahren, der Rote auch. Vielleicht sollte ich dann die Straße hier, die Abfahrt, vielleicht doch ein bisschen verlängern. Denn dann fahren die langsamer. Und es staut sich alles nicht so. Also dann fahren die nicht hierher, weil die wissen, dass es langsamer hier ist. Und dann sollte das eigentlich auch funktionieren. Versuche ich mal. Vielleicht fahren jetzt weniger daher. Um einfach nur hier durchzufahren. Ja, genau. Das ist nämlich jetzt schon anders. Das ist gut. Schon habe ich das Problem gelöst. Weil der Verkehr, der regelt sich so hier in diesem Spiel, dass die immer nach Schnelligkeit und nach kürzester Weg suchen. Und wenn die natürlich nach schnellstem Weg suchen, dann fahren die natürlich nicht hierher. Dann fahren die natürlich hierher, weil hier sind die einfach schneller über diese Abfahrt. Weil Abfahrt, bei der Auto oder bei der Abfahrt, kann man, fahren die schneller als auf einer normalen Straße. Und das habe ich natürlich hier mit dann gelöst durch dieses Stückchen. Dann sehen die nämlich, oh, da muss ich langsamer fahren und dann fahr die daher lieber. Und so wollte ich das auch haben. Jetzt ist nämlich hier alles schön geordnet, geregelt. Ich frage mich, wo die alle hinwollen. Die wollen alle nach da, ne? Das wäre dann vielleicht sogar noch besser. Ah, obwohl, nee, glaube ich nicht. Nee, glaube ich eher nicht. Nee, das wäre, glaube ich, erstmal doch nicht besser. Und jetzt habe ich auch diesen Güterzugbahnhof. Habe ich nämlich jetzt auch entlastet, weil die ganzen Tanklaster von Ölhausen, die fahren nämlich jetzt nicht einmal hier so raus, dann da rum und fahren dann hier hoch zum Güterzugbahnhof, sondern fahren jetzt hier direkt ab und nehmen ihren eigenen Güterzugbahnhof. Und das habe ich natürlich dann auch ganz gut entlastet dadurch. Und das wollte ich auch damit erreichen. Aber vielleicht sollte ich hier noch direkt eine Anbindung machen. Die dann hier direkt zu dem führt. Moment, das war ein bisschen fail, was ich da jetzt gerade gemacht habe. So, was würde denn jetzt hier passieren? Weil dann würde das sich, glaube ich, nicht so stauen. Denke ich. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, was ich da jetzt gerade vorhabe. Denn dann müssen die nicht mehr hier so schnell wechseln. Also hier von, die von hier kommen, von Ölhausen und dann hierher fahren. Die müssen dann nicht so schnell wechseln und also auf die nächste Spur wechseln, weil wenn hier direkt noch eine Auffahrt ist, dann müssen die erst in die mittlere Spur fahren. Und dann wechseln die halt direkt. Hier haben die noch halt noch so ein bisschen Breite oder so ein bisschen Platz noch, auf die wechseln können. Und dann staut sich das hier nicht so. Und deswegen fahren die dann alle hier hoch. Das ist doch schon mal ganz schön. Und die jetzt hier von dem Güterzugbahnhof kommen, die fahren halt hier dann direkt hoch, weil die meisten wollen halt wirklich nicht in diese Richtung, in diese hier runter abfahren. Dann fahren die halt hier direkt ab und wenn sie dann wirklich noch nach da müssen, dann können sie auch hier hinfahren. Aber jetzt habe ich wenigstens schon mal alles ein bisschen entlastet und es funktioniert auch alles ein bisschen besser. Und das wollte ich doch erreichen. Und gut, jetzt hier habe ich natürlich immer noch, oh shit, oh fuck. Hier habe ich natürlich kein Wasser hingesetzt, das sollte ich natürlich noch machen. Und
Hier habe ich natürlich auch noch kein Wasser hingesetzt. Mein Gott, scheiße. Alles vergessen. Und natürlich sollte ich dann auch hier nochmal irgendwas verbessern. Weil das kann ja auch erstmal so nicht angehen, dass die hier alle so ein bisschen stauen. Das ist scheiße. Die müssen halt... Ist halt sehr doof, dass die hier abbremsen müssen. Durch diese Kurve. Müssen die halt echt hart abbremsen. Und deswegen versuche ich doch mal etwas... Oder ich mache hier halt echt wirklich mal noch eine Strecke dazwischen, so, dass die so herfahren müssen. Vielleicht bringt das ja auch was, wenn die dann hier auf einmal so ein bisschen sich aufteilen müssen. Ich weiß es nicht, es kann natürlich sein. Aber ich werde es dann erfahren. Ich muss hier, Alter, du Scheiße, okay. Das gerade staut sich das ein bisschen sehr viel hier. Das muss natürlich jetzt alles erstmal abfließen, aber ich glaube, die Mengen, die hier gerade ankommen an LKWs, die sind echt nicht zu bewältigen. Zumindest sieht es so für mich aus. Vielleicht sollte ich echt... Obwohl, jetzt langsam fließt es ab. Jetzt langsam wird es flüssiger. Das Ganze. Oder? Kommt es mir nur so vor? Ich glaube, es kommt mir nur so vor. Scheiße. Okay, vielleicht mache ich das dann doch erstmal wieder anders. Vielleicht hilft dir auch so eine Straße. Ich weiß es nicht. Ich könnte es ja mal versuchen. Ich meine, bei solchen Mengen ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass das hier so eine breite Straße ist. Wobei natürlich dann trotzdem das Problem besteht, dass die dann... Obwohl... Ja, siehst du, die fahren nämlich trotzdem auf eine Spur drauf. Und das ist das Problem. Die fahren halt dann... trotzdem auf eine Spur drauf. So, die verschieben wir jetzt mal eben. Ganz einfach. Und problemlos nach hier. Und dann machen wir nämlich noch das Stückchen hier ein bisschen größer. Dann sollte das doch vielleicht funktionieren, oder? Wenn die denn mal alle hier die Spuren gewechselt haben. Also es könnte funktionieren. Wer weiß, wer weiß. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge sehen, wenn es wieder heißt Let's Play City Skylines. Und hier fehlt ein Müll... Eine Müllabfuhr fehlt hier. Warum kommt denn hier keine Müllabfuhr hin? Wahrscheinlich, weil die viel zu weit fahren muss. Deswegen packe ich hier einfach mal mitten rein eine Müllverbrennungsanlage. Oder? Das ist doch eigentlich vielleicht mal eine schöne Idee. Wobei das dann natürlich noch alles ein bisschen zu mehr zustaut. Vielleicht sollte ich das auch lieber lassen. Weil die fahren da jetzt hoffentlich... Ja, da fährt jetzt eins her. Vielleicht, ja, das lasse ich lieber. Die kommen da schon irgendwie her. Die LKW, die Müllabfuhren. Jetzt soll das doch jetzt eigentlich hier geregelt sein, oder? Nein, die sind natürlich alle voll. Das ist doof.
Naja, darüber werden wir uns dann gleich diskutieren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in dieser Folge von City Skylines und schaut morgen wieder vorbei, wenn es, ja, wie das wieder heißt, Dead Space City Skylines. Was rede ich da schon wieder? Mein Gott. Naja. Und ja. Wir sehen uns. Tschüss.